Karl Heinrich Ehrenforth war sicherlich einer der einflussreichsten Musikpädagogen des letzten Jahrhunderts. Nach seinem Studium arbeitete er fast 20 Jahre als Gymnasiallehrer, promovierte währenddessen über Schönbergs Georgelieder und übernahm dann 1972 die Professur für Musikpädagogik an der Hochschule für Musik in Detmold. Neben den Schriften, mit denen wir uns in diesem Modul beschäftigen, muss vor allem seine Geschichte der musikalischen Bildung aus dem Jahr 2005 genannt werden, in der er eine 3000 Jahre umfassende Kulturgeschichte musikalischer Bildung vorlegte. Wie auch schon Michael Alt war Ehrenforth sehr aktiv in der Verbandsarbeit. So war er lange Vorsitzender im Verband Deutscher Schulmusiker und später Ehrenpräsident der Nachfolgeorganisation Bundesverband Musikunterricht bis zu seinem Tod im Jahr 2017. Wenden wir uns nun dem Band Verstehen und Auslegen, die hermeneutischen Grundlagen einer Lehre von der didaktischen Interpretation der Musik zu. Gerade auch im Vergleich mit Alts Didaktik der Musik fällt zunächst einmal auf, wie kurz sich Ehrenforth fasst. 50 Seiten nur umfasst der Text des schmalen Büchleins, doch in diesen wenigen Seiten verbirgt sich eine beeindruckende Menge vor allem philosophischer Gedanken mit Bezügen in so ziemlich alle Geisteswissenschaften. Das Buch ist unterteilt in 5 Kapitel. Neben Thema und Situation widmen sich Kapitel 3 und 4 dem Begriff der Hermeneutik, bevor das 5. Kapitel sich mit den Konsequenzen aus den Überlegungen auseinandersetzt. Was auffällt, ist, dass bei Ehrenforth anders als bei Alt gar keine konkreten Hinweise auf Unterrichtsgestaltung, Curricula oder Ähnliches geliefert werden und auch die verschiedenen Umgangsweisen mit Musik im Unterricht gar nicht thematisiert werden. Dies erklärt sich aber aus dem Anspruch des Werkes, eine Abhandlung über Hermeneutik zu sein, in der Prozesse des Verstehens von Welt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft im Mittelpunkt stehen. Bereits im ersten Satz des ersten Kapitels seines Buches von 1971 stellt Ehrenforth fest, das richtige Verstehen und die sachgemäße Auslegung der Musik ist ein Zentralthema der Musikerziehung. Als Verständnis- und Ordnungshilfe soll nun die sogenannte didaktische Interpretation gelten, in der der Hörer abgeholt werden soll, wo er ist, und eine Vermittlung zwischen Sache und Mensch stattfinden soll. Bei den Formulierungen, die Ehrenforth in diesem Abschnitt wählt, wird vor allem auch die historische Nähe zu Alt deutlich, wenn vom revolutionären Einbruch der audiovisuellen Medien in die Musikkultur die Rede ist. Insgesamt stellt Ehrenforth direkt nach der Einleitung ein zentrales Wort in den Mittelpunkt, um das sich der Großteil des weiteren Buches direkt oder indirekt bemühen wird: Hermeneutik. Es ist ziemlich schwer, die Diskussion des Begriffs bei Ehrenforth in aller Kürze darzustellen, zumal er sich mit den unterschiedlichen Traditionen seiner Verwendung in Fächern wie Theologie, Literaturwissenschaft und Philosophie sowie der Musikästhetik auseinandersetzt. Trotzdem ist es für das grundlegende Verständnis auch im Hinblick auf die Weiterführung bei Richter wichtig, den Horizont der Hermeneutik, wie er ihn versteht, zu umreißen. Dies gilt umso mehr, als die Debatte um das Wesen der Hermeneutik und ihren Wert für die Musikpädagogik auch heute noch absolut aktuell ist. Zunächst stellt er im ersten Kapitel 3 Bedeutungen des griechischen Wortes Hermeneuein vor. Zunächst bezeichnet es Aussagen, Ausdrücken, also einen Sachverhalt durch Worte äußern. Dann Auslegen, Erklären, indem Worte durch Deutung interpretiert werden. Und zuletzt Übersetzen, Dolmetschen, indem Fremdsprachliches übersetzt wird. So nahm denn die Hermeneutik zunächst eine wichtige Rolle in der Theologie ein, da durch die richtige Auslegung und Übersetzung das Verstehen der Menschen befördert werden konnte. Worauf Ehrenforth im 3. und 4. Kapitel ausführlich eingeht, sind nun die verschiedenen Überlegungen von Denkern unterschiedlicher Traditionen im Umgang mit dem Begriff der Hermeneutik. Er stellt verschiedene Positionen zur Hermeneutik vor, darunter als erstes eine durch Hermann Kretschmar musikwissenschaftlich geprägte Position, bei der es darum geht, die Idee eines Musikwerkes mit Hilfe einer Affektenlehre zu verstehen. Dann stellt er die traditionelle Sicht auf Hermeneutik als der allgemeingültigen Lehre vom rechten Textverständnis vor. Und als drittes benennt er die von ihm bevorzugte, neuere Hermeneutik, die auch die Voraussetzungen und Bedingungen des Verstehens aus Sicht des Subjektes mit einbezieht. Und damit kommt auch gleich der zweite zentrale Begriff bei Ehrenforth ins Spiel, das Verstehen. Erst in jüngster Zeit ist versucht worden, Inhalt und Begriff der Hermeneutik ohne negativen Aspekt wieder aufzunehmen. Michael Alt verwendet ihn im Sinne einer psychologischen Interpretationsmethode, die ihr Recht neben anderen Methoden der musikalischen Werkauslegung behauptet. So begrüßenswert dies ist, so muss doch bezweifelt werden, ob die Verwendung des Begriffs als einer Interpretationsmethode unter anderen dem heutigen Stand der hermeneutischen Diskussion gerecht wird. Hermeneutik ist keine Interpretationsmethode unter anderen, sondern entweder im Sinne der traditionellen Hermeneutik die allgemeingültige Lehre vom rechten Textverständnis oder im Sinne der neueren Hermeneutik die philosophisch-erkenntnistheoretische Erörterung von Voraussetzung, Bedingung und Struktur des Verstehens und Auslegens überhaupt. An dieser Stelle unterzieht Ehrenforth die Vorstellungen von Hermeneutik bei Denkern wie Wilhelm Dilthey, Martin Heidegger und Hans-Georg Gadamer einer genaueren, wenn auch sehr verdichteten Betrachtung. Wenn Sie mehr Interesse an einer wissenschaftsgeschichtlichen Aufarbeitung des Verhältnisses von Natur- und Geisteswissenschaften haben, dann können Sie im Herzstück des kleinen Bandes einige spannende Schlussfolgerungen nachlesen. Wichtig sind an dieser Stelle für unser Thema der didaktischen Interpretation vor allem die Schlüsse, zu denen Ehrenforth am Ende des 4. Kapitels gelangt. Verstehen umfasst für ihn ganz wesentlich auch die Frage nach der Begegnung mit der Geschichte. Wichtig ist dabei, dass Ehrenforth feststellt, dass beim Vorgang des Verstehens das Subjekt nicht einfach dem Objekt gegenübersteht, sondern dass beide in ihrem geschichtlichen Horizont verbunden sind. Verstehen als Struktur beschreibt er außerdem als eine kreisende Bewegung, die im von ihm so bezeichneten hermeneutischen Zirkel stattfindet. Für ihn bedeutet ein Verstehensprozess ein Geben und Nehmen, eine Bewegung mit beiderseitigem Befragen und unter Umständen auch das Korrigieren von Vorannahmen. Hier geht Ehrenforth bewusst darauf ein, dass das Subjekt eingebunden ist in den Horizont seiner persönlichen Erfahrung und Weltanschauung, der seinerseits verknüpft ist mit dem Horizont der Zeit, in der es lebt. Und das Subjekt sind für Ehrenforth hier der oder die Hörerin oder die Schüler und Schülerinnen. Insgesamt wird vor allem in den Schlussfolgerungen eines hermeneutischen Zirkels, welcher die Horizonte der Schülerinnen mit in den Blick nimmt, deutlich, dass Ehrenforth diese Schrift unter ganz ähnlichen gesellschaftsgeschichtlichen Horizonten verfasst hat, wie Michael Alt seine Didaktik der Musik. Vor allem im 2. Kapitel spricht Ehrenforth ganz ähnliche Phänomene der Entfremdung von Mensch und Musik an, die aus seiner Sicht vor allem durch die ständige Verfügbarkeit von Musik, durch die Möglichkeiten der neuen Mittler befördert werden. Ein beispielhafter Blick auf einige Zwischenüberschriften kann hier schon ein Hinweis auf die Argumentationslinien sein. Daher stammt auch seine grundsätzliche Frage, ob und wie die Musikpädagogik es überhaupt noch schaffen kann, Schülerinnen und Schüler für die großen Werke der Musik so zu interessieren, dass sie überhaupt in den von der Lehrkraft vermittelten Verstehensprozess eintreten. Wie man dabei aber entscheidet, welches überhaupt solche großen Werke sein sollen, diese Frage lösen weder Ehrenforth noch Richter in ihren beiden Schriften. Auf den letzten 10 Seiten widmet sich Ehrenforth etwas konkreteren Fragen und überlegt Konsequenzen für eine Lehre von der didaktischen Interpretation der Musik. Zunächst betont er noch einmal den Anspruch an die Begegnung von Mensch und Musik im hermeneutischen Zirkel. In diesem Gespräch müssen Ansprache und Anspruch des Werkes und des Hörers zur Geltung kommen Nur so kann die Wirklichkeit des Musikwerks erfahren werden. Die Aufgabe der didaktischen Interpretation ist nun eine Folge dieses Anspruchs. Lassen wir an dieser Stelle Ehrenforth selbst zu Wort kommen. Die didaktische Interpretation der Musik hat somit die keineswegs leichte Aufgabe, Initiator und Helfer eines Gesprächs zwischen Hörer und Musik zu sein, nicht mehr und nicht weniger. Im Hinblick auf das Werk hat sie dessen Anspruch in zweifacher Hinsicht zur Geltung zu bringen. Erstens, sie erhält die das Werk bestimmenden Strukturen, Thematik, Form, Parameter etc. durch Analyse. Zweitens, sie versucht eine Deutung des Deutbaren unter besonderer Berücksichtigung von Einschlag und Spiegelung im Sinne Mersmanns. Im Hinblick auf den Hörer hat die didaktische Interpretation vor allem die Aufgabe, den Raum für die persönliche Erfahrung und Aneignung, für das ins Spiel kommen, das Engagement des Mitspielers Hörer offen zu halten, damit der Ort seines Interesses, das heißt seines Dazwischenseins, nicht verloren geht im übermächtigen Anspruch des Werkes. In der Folge beschäftigt sich Ehrenforth mit einigen Problemen, die er bei der Umsetzung der didaktischen Interpretation sieht. Dazu gehört zum einen ein möglicher Rückzug auf den Sachanspruch des Werkes und damit einhergehend überhaupt die Schwierigkeit, die musikalische Strukturanalyse möglichst rational zu gestalten, ohne das Subjekt, also die Schüler und Schülerinnen, durch Fachsprache und Konzentration auf musiktheoretische Analyse zu überfordern. Im Gegenteil ist aus seiner Sicht die subjektive Komponente in der Wahrnehmung und Äußerung legitim, wenn es um die verstehende Erfahrung der Musik geht. Wie soll nun die Lehrkraft damit umgehen, wenn in einer Gruppe durch die unterschiedlichen Verstehensbewegungen mit dem Musikstück ganz unterschiedliche oder gar konträre Vorstellungen sichtbar werden? Hier betont Ehrenforth, dass es nicht den einzig richtigen Weg zum Werkverstehen gibt. Trotzdem muss die Lehrkraft es verstehen, der Gefahr des vorschnellen Vorurteils zu begegnen und die Offenheit des Gesprächs zu erhalten. Nicht zuletzt warnt er davor, die Wirkungsgeschichte eines Werkes ganz außer Acht zu lassen. Stattdessen sollte diese im Verlauf der didaktischen Interpretation immer mit einbezogen werden. Auf der letzten Seite stellt Ehrenforth noch einmal die zwei Pole des Hörens gegenüber, die für ihn durch die didaktische Interpretation überwunden werden können. Die Eindimensionalität des unreflektiert emotionalen Hörens ist für ihn ebenso problematisch wie die des kogitativ-analytischen Hörens. Die intensive Auseinandersetzung mit philosophischen Grundlagen des musikalischen Verstehens bzw. des Verstehens im Musikunterricht durch Ehrenforth bildeten nun die Basis für eine Weiterführung bei Christoph Richter, der mit seiner Theorie und Praxis der didaktischen Interpretation von Musik die Gedanken weitergeführt und in Teilen stärker auf die Aufgaben der Lehrkraft hin konkretisiert hat. Damit beschäftigen wir uns im nächsten Video.